Plan C, yeah! Ich brauche einen Plan C. Plan C ist so geil. Plan C? Ja! Heute gehen wir in die Drachenhöhle. Hier geht es jetzt zu einer Ausstellung. Guck mal, das ist doch nicht die Höhle. Tierknochen. Mammutbackenzahn. Das kenne ich auch. Das findest du bei uns in den Kiesteichen. Was? So ein Mammutbackenzahn, das findest du bei uns in den Kiesteichen. Mhm. Oh, hier guckt der Mann hier. Siehst du richtig das Vieh, ne? Mhm. Und hier ein Joint. Ach nee, das ist ein Stalagnit. Hier steht das Wasser alles drin, sehr geil. Da drin ist noch wie so eine kleine Höhle. Das sieht ja echt geil aus. Man sieht es bloß nicht auf der Kamera, sorry. Aber das sieht ja richtig hart aus. 10 Grad Dauertemperatur in der Höhle sowie im Wasser. Kannst auch baden gehen, die haben so Leiter extra drin lassen müssen. Das sieht geil aus, wenn die da richtig getaucht sind, ey. Ja. Boah. Den See, den Sie unten sehen, ist ein weiterer Höhensee und zwar zum nächsten See. Und ich komme da wieder. Schön. Links daneben sehen Sie auch einen alten Führungsweg. Dieser wurde allerdings schon bis Mitte, Ende der 50er Jahre verwendet. Bevor uns jetzt Justus. So, ich bin jetzt wieder am Auto. Ja, gestern ging es mir ja nicht so gut, habt ihr wahrscheinlich mitgekriegt, da war ich richtig, also ich habe hier an den Beinen, keine Ahnung, angeln gewesen, nur diese kleinen Schuhe angehabt, kurze Hose und dann natürlich so mit den Füßen im Wasser. Und die habe ich so dermaßen zerstochen, ey, abartig. Also ich habe total allergisch reagiert und war auch gestern nicht so richtig gut drauf.
Das Einzige, was mich noch, also ich war eigentlich schon klinisch tot. Meine Frau hat Gott sei Dank noch ein Bier gefunden, die konnte mich dann wiederbeleben. Aber heute geht's schon wieder.